Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung, der ich sehr, sehr gerne nachgekommen bin. Und ich möchte Sie mit einem Beispiel aus einem ganz anderen Bereich konfrontieren. Ich hatte unlängst die Möglichkeit, den sehr bekannten Genetiker Josef Penninger kennenzulernen. Und ich glaube, wir hätten stundenlang darüber sprechen können, woran er gerade forscht. Aber was das so Wichtige für mich war, dass ich mir mitgenommen habe, war die Tatsache, dass ein Genetiker alleine den Durchbruch nicht schafft. Er sagt, wenn ich etwas entdeckt habe, dann rufe ich einen Kollegen, eine Kollegin in Boston oder irgendwo auf der Welt an und teile ihnen das mit. Und wenn ich was mitteile, bekomme ich auch etwas zurück. Und in diesem Austausch gelingt es im Forschungsbereich, jetzt nur die Genetik als Beispiel hergenommen, Durchbrüche zu erlangen. Und ich glaube, genauso ist das heute hier zu sehen. Die öffentliche Hand, der Staat, digitales Österreich, hat vieles, vieles aufzuweisen, hat vieles an Innovation auch an die Wirtschaft schon herangetragen und noch heranzutragen. Und genau dazu dienen Tagungen wie diese, dass Staat und Wirtschaft einander so vernetzen können, dass es zur Verwaltungsvereinfachung auf der einen Seite, zu Innovationsschüben auf der anderen Seite kommen kann. Und ähnlich wie wir es beim Reformdialog getan haben, endlich einmal darüber zu reden, dass wir über 30 Dienstrechte in Österreich haben, da rede ich nur von der öffentlichen Hand, im Bund, in den Ländern, in den Kommunen, wie wir uns innerhalb der öffentlichen Verwaltung noch besser vernetzen können. Und Tagungen wie diese, das ist ja nicht die erste erfolgreiche Veranstaltungsreihe wie diese, zeigen wieder einmal, und das Wort Praxistage 2013 sagen es noch einmal kräftig aus, dass der Austausch nicht nur gewünscht ist, sondern dass das, was schon gemeinsam erreicht wurde, auch präsentiert werden kann auf solchen Veranstaltungen. Und es ist schön, dass heuer diese Brille aufgesetzt wird, nämlich die Brille der modernen Informationstechnologie. Durch diese wollen wir das Zusammenspiel von Staat und Wirtschaft betrachten und die Digitalisierung, die uns in Österreich nicht nur zum Europameister im Bereich E-Government seit vielen Jahren macht, nein, Digitales Österreich als Plattform an sich ist immer wieder auch ausgezeichnet worden. Er hält immer wieder auch internationale Preise dafür, wie sehr wir eine IKT-Nation sind. Denn wenn ich ein Beispiel noch erwähnen darf, wir haben mit über 100.000 Beschäftigten im Bereich IKT mehr Beschäftigte als im Bereich Tourismus, auf den wir ja so stolz sind als kleines Land inmitten Europas. Also wir können zu Recht sagen, Österreich ist eine IKT-Nation. Wir sind auch die erste Bundesregierung, die ein E-Government-Gesetz verabschiedet hat. Auch hier, glaube ich, können wir mit Stolz sagen, Vorreiter zu sein. Und wir nehmen diese Strategien sehr ernst, denn wir präsentieren uns nicht nur auf internationalen Messen, wie ich schon erwähnt habe, sondern wir versuchen auch durch Verwaltungseffizienz, Verwaltungsinnovation einfach mit der Wirtschaft in einem neuen Kontext zu treten und gemeinsam mit der Wirtschaft, wenn ich nur das Unternehmensportal erwähnen darf, das Unternehmensserviceportal, keine Ahnung, ob das alle schon nutzen, wie viele das nutzen, wie sehr das auch Ihnen, und die Frau Kollegin hat es gerade erwähnt, Ihnen hilft, in Ihren Betrieben auch Vereinfachungen zu erreichen, weil wir alle wissen, dass Halbwertszeiten nicht nur von Wissen, dass Zeit an sich eine sehr wertvolle Ressource ist heutzutage, und wenn man sehr viele Bereiche benötigt, um eines erreichen zu können, etwas durchsetzen zu können, da ist natürlich Verwaltungsvereinfachung das A und O, das Um und Auf. Was mir ein bisschen abgeht, und das gestatten Sie mir als nicht nur Ministerin für den öffentlichen Dienst, sondern auch als Frauenministerin hier zu sagen, die Anstrengungen, mehr Mädchen in die Technik zu bekommen, mehr Mädchen in die IT
Bereiche zu bekommen. Die müssen natürlich fortgesetzt werden. Es sind noch immer nur ein bisschen über 20% Frauen, die ein Technikstudium beginnen. Die Lehrberufe, die Vielfalt der Lehrberufe, die wir haben, gerade im Bereich IKT, sind noch nicht so sehr durchflutet von jungen Frauen. Und ich glaube, dass das Zusammenspiel auch für die Zukunft wichtig ist, wenn beide Geschlechter gleichermaßen oder ein Geschlecht, das unterrepräsentiert ist, hier auch aufholen kann. Ich darf Ihnen gratulieren zu diesen beiden Tagen. Ich habe mir das Programm angesehen. Es ist sehr ambitioniert, was in diesen beiden Tagen jetzt oder sagen wir bis heute am Abend noch diskutiert wird. Und das, was wir als öffentliche Hand, als Staat Ihnen anbieten können, dass der ELAC sich durchgesetzt hat, dass der ELAC nicht nur die Papierflut eingedämmt hat, sondern auch die Schnelligkeit an Informationsaustausch in der öffentlichen Verwaltung mit sich gebracht hat, ist ja nur ein Beispiel, dass wir Ihnen auch anbieten können, als Bürgerinnen und Bürger die öffentliche Verwaltung so zu nutzen, dass Sie Vereinfachungen erleben können. Wir haben über 100 Amtsgänge, die man elektronisch abhandeln kann, und mit 35 Millionen Abfragen pro Jahr und 9,1 Millionen Anwender/Anwenderinnen Sitzungen pro Jahr ist HelpGV, glaube ich, das Bürgerinnen- und Bürgerportal, das beweist, dass wir hier selbstverständlich auf dem richtigen Weg sind. Jetzt ist der Staat, sage ich, der wichtigste und größte Dienstleister in unserem Land, und das, was wir uns sehr genau bewusst sein müssen und auch uns bewusst sind, wir haben höchste soziale Verantwortung in diesem Bereich, wir haben aber auch moralische Verantwortung, und moralische Zielsetzungen haben bewiesen, dass wir in Krisenzeiten hier auch wirklich ein verlässlicher Partner der Wirtschaft nicht nur jetzt sind, sondern auch in Zukunft sein werden. Einige Gefahren, die sicherlich heute auch noch besprochen werden, sind die des Digital Divide. Das heißt, nicht alle Menschen können profitieren von modernen Innovationen, den IKT-Bereich betreffend, die modernen Informationstechnologien betreffend. Auch hier ist es wichtig, möglichst niederschwellig, rasch und einfach daran zu arbeiten, dass allen Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zu Informationstechnologien möglich gemacht werden, besonders Menschen, die sozial benachteiligt sind, aber auch Menschen, die besondere Bedürfnisse haben, können diese Instrumente, über die heute gesprochen wird, insbesondere nützen, weil sie über andere Instrumente nicht verfügen, vielleicht weil sie nicht beweglich sind oder weil sie den ein oder anderen Defizitausgleich dadurch leisten können. Zum Schluss sind ja Begrüßungsworte und kein Referat, das ich hier zu halten habe, freue ich mich wirklich sehr, dass das Interesse an diesen Praxistagen 2013 so groß ist, so hoch ist. Ich freue mich auch, dass wir den App for Austria-Wettbewerb oder Bewerb, sagen wir nicht Wettbewerb, den Bewerb um gute Ideen nicht nur gestartet haben, sondern im Juni auch schon präsentieren dürfen, wie die Einreichungen waren, und dass das vielleicht ein allernächster Schritt sein kann, wo diese Apps allseits genutzt werden können, nicht nur von Ihnen, die Sie heute da sind, sondern auch von denen, die wir noch, wo wir noch bewerben können und die wir noch überzeugen, nicht müssen, sondern dürfen davon, dass das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Staat, gerade den Bereich der Informationstechnologien betreffend, schon sehr, sehr gut und sehr weit fortgeschritten ist, und dass aber der heutige Tag dazu dient, die besten Ideen auszutauschen und vor allem voneinander zu lernen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die heutige Tagung.